Hallo, Guido hier von Blockbuilders.de und wir wollen heute darüber reden, warum IOTA zukünftig nicht mehr ohne weiteres in den USA verfügbar sein wird. Vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. IOTA wurde erstmals im Sommer 2017 bei Bitfinex gelistet und wurde dann später auch noch an anderen Börsen gelistet. Also bei Binance zum Beispiel, Huobi und noch viele weitere. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wo überhaupt das große IOTA-Handelsvolumen ist, dann fällt auf, dass IOTA vor allen Dingen bei Huobi, Binance und Bitfinex gehandelt wird. Also wenn wir da uns die Top 10 Märkte anschauen, sind das im Prinzip die drei Börsen, die auffallen. Mittendrin ist auch noch HitBTC und Fcoin und DragonX. Aber das sind vor allen Dingen Börsen, die dadurch auffallen, dass sie sehr viel Wash-Trading machen. Und dass vermutlich das tatsächliche Handelsvolumen, was dort gehandelt wird, nur etwa ein Zehntel ist. Also wirklich verschwindend gering. Und das große Handelsvolumen von IOTA ist bei Huobi, Binance und wie gesagt Bitfinex. Huobi hat seinen Ursprung in Asien, ist also eher eine asiatische Börse. Trotzdem gibt es mittlerweile dort auch eine amerikanische Variante, die ist zu finden unter huobi.com und dort gibt es eben kein IOTA, sondern dort werden nur die großen Kryptowährungen gehandelt, wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash und IOTA eben nicht. Das wird nur auf der asiatischen Huobi-Plattform gehandelt. Dann gibt es eben noch Bitfinex und Binance und bei Bitfinex wissen wir, dass es seit August 2018 keine Möglichkeit mehr gibt, für Amerikaner dort zu handeln. Und bei Binance haben wir gerade die Ankündigung bekommen vor ein paar Tagen, dass dort auch die Amerikaner ausgesperrt werden. Also dort heißt es jetzt in den Nutzungsvereinbarungen auch schon, Binance is unable to provide services to any US person. Das heißt, Amerikaner können jetzt auf Binance auch nicht mehr handeln. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass im Prinzip die drei großen IOTA-Märkte oder die großen drei IOTA-Börsen für Amerikaner weggefallen sind. Das heißt, wir haben im Prinzip nicht mehr Huobi, was zugänglich ist für Amerikaner, Binance ist nicht mehr zugänglich und Bitfinex für Amerikaner auch nicht. Das heißt, eigentlich haben Amerikaner keine große Börse mehr, wo sie wirklich IOTA handeln können. Sondern es geht halt nur noch über Umwege. Wenn man beispielsweise ein VPN nutzen würde, hätte man die Möglichkeit, vielleicht Binance zu nehmen und sich dort nicht verifiziert. Dann kann man bis zu 2 BTC am Tag noch abheben. Solche Workarounds geht es noch, aber es ist eben nicht massenkompatibel. Das heißt, wir haben eben jetzt die Situation, dass IOTA, die vor allen Dingen in Deutschland und Asien relativ stark sind, also auch viele Partnerschaften sind hier in Deutschland, weil nun mal die IOTA-Stiftung ihren Sitz in Berlin hat und hier auch viel Medienaufmerksamkeit ist, hat man eben auch große Partnerschaften wie mit Bosch und Volkswagen. Und in Amerika hat man bisher nie so richtig Fuß gefasst. Und jetzt kommt eben erschwerend hinzu, dass es auch keine Börsen oder keine großen Börsen mehr gibt, wo die Amerikaner problemlos IOTA kaufen können. Das sehen wir auch nochmal in der folgenden Grafik, wo man einfach erkennt, dass dadurch, dass Binance für Amerikaner wegfällt, im Prinzip keine Möglichkeit mehr wirklich ist, für Amerikaner IOTA zu kaufen. Also auch auf Coinbase und Poloniex und Kraken wird IOTA nicht gehandelt. Einzige Möglichkeit für Amerikaner noch IOTA zu kaufen ist im Prinzip eToro. Also wenn sie zu eToro gehen, dort gibt es aber das Problem, dass sie die IOTA nicht abheben können. Und was ist derzeit eine Kryptowährung wert, die wirklich Anwendungsfälle schaffen will? Aber die Leute nicht in der Lage sind, sie abzuheben und damit eben die Anwendungsfälle durchzuführen oder zu nutzen. Das heißt, wir haben hier im Prinzip ein großes Problem, dass IOTA vor dem Problem steht, dass Amerikaner nicht mehr ohne weiteres auf die Börse drauf zugreifen können und dass sich diese Situation kurzfristig vermutlich auch nicht ändern wird. Man muss jetzt noch abwarten, wie viele Amerikaner, die jetzt bei Binance sind, darauf reagieren, ob sie ihre IOTA noch weiter halten oder ob sie halt auch noch einen Teil dumpen auf der Börse, weil sie ja ohne Binance auch keine Möglichkeit haben, das später ohne weiteres irgendwo zu verkaufen. Hier muss man mal abwarten, bis die komplette Umstellung von Binance und das
komplette Blockieren der Amerikaner wirklich abgeschlossen ist, was ja noch bis zu 90 Tage dauern kann. Das ist so aktuell die Situation mit IOTA, dass es eben nicht gut aussieht. Das ist der wichtigste Kryptomarkt der Welt. Amerika aktuell nicht für IOTA offen ist, dass es dort keine Börsen mehr gibt und dass Amerikaner im Prinzip, die auch das größte Handelsvolumen haben, wenn es um Kryptowährungen geht, aktuell keinen Zugriff haben. Man muss mal sehen, wie mit der Situation umgegangen wird und ob es da kurzfristig Lösungen geben wird oder wie darauf überhaupt reagiert wird. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt gerne unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dann vielen Dank fürs Zuschauen.